Dieses Adjektiv beschreibt in der Psychologie eine übermäßige Liebe zu Büchern, die bei betroffenen Personen so stark ausgeprägt sein kann, dass Kennzeichen einer Sucht erkennbar sind oder sie zu kriminellen Handlungen treibt. Insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert zeigten Angehörige des Klerus und Adels bibliomane Züge. Der Pfarrer Johann Georg Tinius gilt als erster bekannter Bibliomane in Deutschland und verübte während des 19. Jahrhunderts mehrere Raubmordversuche und veruntreute Kirchengelder, um seinen Sammelwahn an Büchern zu finanzieren. Das Wort Bibliomane stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus dem Substantiv Biblion und Mania zusammen. Es beschreibt somit einen wahnhaften Zustand in Bezug auf das Sammeln und Lesen von Büchern. Es ist Bibliomane. Bibliomane. Bibliomane.